Ja, willkommen zurück zu City Skylines in Glenvan City. Ja, wie ihr seht, wir haben das letzte Mal in der Startfolge oder wie auch immer man das nennen will, in der Pilotfolge, dieses Konstrukt hier errichtet. Wir haben unsere Grundversorgung installiert, sage ich jetzt mal. Und nun geht es daran, die Zonen zu strukturieren. Das Industriegebiet wird später noch den Weg über den Fluss finden. Und ich mache einfach mal den Pause-Modus wieder aus, so dass es hier weiter wachsen und gedeihen kann. Dann schaue ich nochmal ganz kurz, wie die Belegung hier war. Okay, wir müssen natürlich mit dem Wohngebiet hier hinten aufpassen, dass wir nicht zu nah an das Pumpwerk kommen, da die Leute doch recht empfindlich auf Lautstärke reagieren. So, und ich glaube, so langsam, aber sicher, können wir auch die Strommasten hier abreißen. So. Denn ihr seht, es ist hier verbunden und wird das ganze Gebiet hier versorgen. Das heißt, jetzt haben wir hier wieder Platz für unsere Wohngebiete, wie ihr seht. Und ja, die platziere ich jetzt hier auch einfach mal so. Da vorne ist noch ein Strommast, das passt noch nicht. Ja, Mensch, wie bauen wir das Ganze weiter? Ich mache das mal wieder zu, dann können wir nämlich hier gucken. Nicht genügend Arbeiter. Ja, und unser einziges Bedürfnis, was wir jetzt haben, allerdings auch nicht jetzt so mega viel, das sind Wohngebiete. Die werden gerade gefordert, aber ihr seht ja, es ist noch genügend frei, ne? Also von daher, wir könnten natürlich hier ein bisschen expandieren. Ich mache das mit einer einfachen Straße. Man kann... Oh, wir sind ein kleiner Weiler. Wir haben jetzt neue Features freigeschaltet. Also den ersten Meilenstein haben wir erreicht. Wir haben die neuen Features Steuern und Darlehen bekommen. Jetzt können wir auch Darlehen aufnehmen, falls wir es brauchen. Aber momentan sind wir im Plus, soweit ich das hier unten sehen kann. Neue Dienstleistungen gibt es, und zwar Müll, Gesundheitswesen und Bildung. Das heißt, wir können jetzt eine Arztpraxis bauen, eine Mülldeponie und eine Grundschule. Und damit steigen auch gleich die, was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, ja. Und damit steigen jetzt auch gleich die Bedürfnisse ein wenig, beziehungsweise sie ändern sich. So, ich versuche das mal hier hinten, so gut es geht, dran zu flanschen. Das hat ja natürlich sehr gut funktioniert, nämlich gar nicht. Ich reiß das nochmal kurz ab. Irgendwie ist das ziemlich knifflig, hier so um die Kurven zu bauen, dass man, ja, so wie hier, einfach mal ganz gerade anschließen kann. So. Mache ich jetzt hier noch eine runter? Nee, das passt ja sogar gar nicht, außer... Nee, wir warten einfach, bis wir das Gebiet hier erweitern. So, jetzt haben wir da Bedürfnis nach allem, mein Gott. Allerdings würde ich sagen, wir bauen jetzt erstmal die neuen Sachen. Und zum einen hätten wir, was ist das überhaupt? Ein Recycling Center. Das irritiert mich jetzt. Ich sehe das gerade zum ersten Mal. Kann sein, dass das durch eine Mod drin ist, ich weiß es nicht. Egal, wir bauen erstmal eine klassische Mülldeponie. Am besten natürlich weit, weit weg vom... ja, vor den Wohngebieten. Denn, ja, ich denke mal, das Ding stinkt so ziemlich. Okay, bauen wir mal kurz. Ich weiß nicht, ob das Ding eine Wasserversorgung braucht. Strom müsste es haben, jawohl. Sehr schön. Und da sehe ich auch schon die kleinen Müllwägelchen hier rausfahren. Momentan sind, wie ihr seht, zwei Stück im Einsatz. Und das liebe ich ja. Also das ist ja eine richtig coole Simulation. Die Autos, die... Wir haben keinen Strom. Warum haben wir keinen Strom? Ja, wir produzieren zu wenig Strom. Das heißt, wir müssen ein neues Windkraftwerk errichten. Also müssen kein Windkraftwerk errichten. Allerdings, zack, ist dies die sauberste Lösung. Und es ist auch direkt angeschlossen. Ja, passt. So, dann müssen wir wieder, ja, ausreichend Strom haben. Da müssen wir jetzt immer ein Auge drauf haben. Das wollte ich gar nicht. So. Ja, Mensch. Ihr seht schon, hier hat sich wieder einiges getan. Neue Gebäude, neues Glück und hier ein richtig großes Gebäude. Die Dean-Residenz, wow. Okay, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich die Wünsche unserer Bürger erfüllen. Wie wäre es jetzt mit Bildung und... Ja, Grundschule groß. Es sind wie gesagt die Mods. Ich werde jetzt mal versuchen, meinen Standardgebäuden erstmal zu bleiben. So, die sollte natürlich ein bisschen zentral erreichbar sein. Ihr seht das, ich scroll das mal raus. Ihr seht das ganz schön. Die Erreichbarkeit oder dieser Einflussbereich an der Straße. So, ich platziere das mal hier. Und wie ihr seht, alle Einwohner werden glücklich. Außer irgendwie die da ganz hinten. Dann bleiben die halt auf ewig dumm.
Genau, wir brauchen noch eine Arztpraxis. Wo bauen wir die denn mal hin? Vielleicht hier irgendwo? Ja, dann kriegen die da hinten aber auch schon wieder nichts ab. Wir können das auch ins Gewerbegebiet hier zimmern. Mach ich einfach mal. So, damit hätten wir unsere Grundversorgung, oder es ist ja keine Grundversorgung mehr, sondern wir haben, ja, die Bürger hoffentlich glücklicher und zufriedener gestellt. So, jetzt haben wir natürlich hier ein massives Bedürfnis an Gewerbegebieten. Ich versuche das einmal hier so rumzubauen noch. So vielleicht. Dann können wir hier nämlich wieder Gewerbegebiete platzieren. Das mache ich jetzt auch mal. So, zack, zack, zack. Ja, manche nehmen auch den Pinsel, aber ich mag dieses Stempelteil irgendwie ganz gerne. Diesen Fülleimer, der dann immer diese Einzelregionen ausfüllt. Ist natürlich Geschmackssache. Wie gesagt, ich komme mit denen am besten klar und ich werde den wahrscheinlich auch weiterhin benutzen. So. Das heißt, die kriegen auch Wasser und da wird auch schon wieder fleißig gebaut. Sehr schön. So, wir sind immer noch im Plus. Zwar jetzt mit weniger, weil wir natürlich mehr Ausgaben haben wegen dieser Schule. Und der Arztpraxis. Das soll uns aber nicht daran hindern, ja, neue Wohngebiete auszuweisen, was ich jetzt auch gleich mal tue. Und zwar hier. So, wir müssen natürlich wieder für Wasser sorgen. Zack, zack. Ihr seht schon, das sind mächtig große Gebiete hier. Ah, da mache ich gleich mal bis hinten hin. So. Jetzt müssen wir das Ganze noch mit Wasser versorgen. Dann zwacke ich einmal hier ab. So, Moment. Gleich habe ich es. So. Gut, die sind versorgt. Hier muss ich auch mal schauen, ob ich nicht langsam mal wieder Strommasten tilgen kann. Aber wahrscheinlich nicht, weil die Industrie wird kaum Möglichkeit haben, den Strom hier rüber zu transferieren. Das Gebiet ist dann doch zu groß. Wir könnten allerdings... Pass mal auf, wir könnten das natürlich anders machen. Wir haben nicht mehr allzu viel Geld. Ich würde sagen, wir verbinden das einmal so. Und wir gehen dann, genau, einmal hier rüber. Das heißt, wir können jetzt diese Strommasten hier vernichten. Und zwar aus dem einfachen Grunde. Ich zeige das gleich mal ganz kurz, wobei das eigentlich offensichtlich ist. Wir transferieren den Strom hier rüber ins Industriegebiet und vom Industriegebiet rüber in das Wohngewerbegebiet. Und den können wir auch mal kurz weghauen hier. So, der ist immer noch angeschlossen, wie ihr seht. Und das Ding kriegt immer noch Strom. Finde ich persönlich schöner. Und haben schon mal einen Schandfleck hier aus der Welt geräumt. So, dann wollen wir noch mal vielleicht die Straße hier noch verbinden. So. Mal schauen, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Hier sind auch schon wieder ein paar Wohnhäuser entstanden. Vielleicht sollten wir auch mal anfangen, sobald wir wieder Geld haben, das Ganze aufzuhübschen. Wir können natürlich die Gebäude leveln. Das hier ist, ja, Level 1, ne? Hat allerdings schon so einen kleinen, ja, wie nennt man das? Erfahrungsboost? Ich weiß es nicht. XP gesammelt? Nein. Achso, die Dinger sehen aus wie leere Gebäude irgendwie. Rotkehlchenresidenz. Kann natürlich sein, dass die aus den, aus dem Mod-Asset sind. Wie gesagt, ich habe hier einige deutsche, Gebäude importiert. Da bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. So, hier wird fleißig gebaut. Hier entstehen neue... Ja, wir brauchen Industrie, neue Gebäude. Bei der Industrie könnte es sich später stauen. Wie gesagt, ich will die auch gerne rüber verlegen. Aber jetzt hier erstmal ein bisschen Industrie. Dann können wir nämlich nachher das Ding auch abreißen. So, das sollte eigentlich reichen. So, jetzt noch mit Wasser. Ach, sind sie schon. Sehr schön. Und da wird auch schon fleißig gebaut. Ja, weil hier müssen wir später bei der Industrie oder bei der Schwerstindustrie, wobei ich glaube auch bei der Holzfällerindustrie und der, also bei der Forstwirtschaft und dem Land, bei der Landwirtschaft, da ist ein ziemlich hohes LKW-Aufkommen, logischerweise, Industrie. Und
Ja, dann sind die Straßen ziemlich verstopft. Das heißt, die Industriegebiete sollten wir vielleicht auf etwas breiteren Straßen später platzieren. Wobei, wir können ja auch schon mal die Hauptstraßen ein wenig verbreitern. So mit dem Upgrade-Tool. Und zwar vielleicht so. Ich bin mir nicht so sicher, ob das später so sinnvoll ist. Ja, hier passt das natürlich wieder nicht. Aber ich würde sagen, bis zur ersten Kreuzung. Scheiße, die sind zu breit. Tja, aber zu Industrien haben natürlich jetzt mehr Möglichkeiten. Vielleicht hätte man einfach auch einen Kreisverkehr hier reinsetzen können später. Weiß ich noch nicht. Haben wir denn schon welche? Ja, wir haben eins, aber das können wir uns nicht leisten. Wobei, wir machen ganz gut plus, fast 1000 Geld am Tag, Monat, weiß ich nicht. Die Dinger sehen aber echt ziemlich schwarz aus. Für eine Primel-Residenz, ey, ganz schön schwarz. Sheffield-Residenz, woo. Ja, sieht aber nett aus. Ich glaube, da würde ich auch drin wohnen wollen. So. Ja, da parken auch schon die Anwohner an den Straßenseiten. Das finde ich immer sehr nice gelöst, wie das aussieht. Also, es sieht richtig cool aus. Leider gibt es keine dedizierten Parkplätze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, ach, schon wieder Strom. Oh Mann, die fressen mir aber auch echt den Netz nach. Scheiße. Wir haben gar kein Geld dafür. Nein. Mist, ey. Aber wir können wenigstens das Ding vernichten. Und hier mit Industrie ausfüllen. Vielleicht kriegen wir dann mehr Geld. Ja, schade. Ich glaube, die Dinger kosten 6.000. Wir haben gerade mal 2.000. Ja, genau, 6.000. Das heißt, wir haben gerade mal ein Drittel Erspartes und die heulen hier hinten rum. Das ist nicht cool. Das ist alles andere als cool. Wir haben später bestimmt hier verlassene Gebäude. Warum haben die jetzt einfach einmal so einen Stromhunger, ey? Das ist echt krass. Warenkorb AG. Okay. Ja, der Müll wird hier auch fleißig gesammelt. 1% nur voll. Oh! Wir sind jetzt ein würdiges Dorf. Wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet. Das sind neue 2 Quadratkilometer. Wir haben jetzt Stadtviertel, Richtlinien, zweites Darlehen, Industriespezialisierung und Dienstleistungsrichtlinien. Ah, hier, das ist abgeschnitten, das Wort. Neue Dienstleistungen haben wir: Feuerwehr, Polizeistation, also Polizeikommissariat, soll das heißen, ja. Und einzigartige Gebäude. Wir haben neue Industriespezialisierungen, Forstwirtschaft und Landwirtschaft. Das heißt, wir werden gleich mal eine Straße hinüber verlegen. Die wird wahrscheinlich proppevoll sein, die Brücke. Dann müssen wir gucken, dass wir möglichst breite Straßen nehmen. Oder mehrere Übergangswege, mal schauen. Wir haben neue Richtlinien für Stromverbrauch, Wasserverbrauch und Rauchmelderverteilung vielleicht. Und neue Gebäude, Polizeiwache und Feuerwache. Yeah! Und wir haben wieder jede Menge Kohle. Das heißt, also wir kriegen immer mit jedem Meilenstein, kriegen wir, glaube ich, 20.000? Ich weiß es nicht. Kann auch variieren. Jetzt brauchen wir aber allerdings erstmal Strom, denn sonst hauen uns die Leute ab. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir pflastern hier alles weiterhin zu mit, ja, Müll. So. Moment, da können wir ja mal kurz schauen. Wo war das? Naturrohstoffe. Fruchtbares Land. Genau, dieses gelbe Land ist fruchtbares Land. Das heißt, hier könnte man Landwirtschaft hinbauen. Ist, meine ich, auch nicht ganz so verschmutzend wie, ja, sagt schnell, wie die Schwerstindustrie. Ja, vielleicht machen wir das hier. So einen kleinen Bezirk, wobei ich hier eigentlich, ich will die Industrie hier auslagern, also ja, egal. Gucken wir mal, ob wir noch einen Wald finden. Ja, irgendwie nicht so, ne? Hier hätten wir minimalsten Wald, hier. Wenn ich das richtig deute, ansonsten nicht mehr auf dieser Karte. Das ist schade. Oder ist das hier? Ne, das ist gelb, ne? Tja. Ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ihr könnt ja mitentscheiden. So. Komisch, aber die meisten Autos biegen hier ab, ne? Ja, wahrscheinlich, weil die Straßen nicht verknüpft sind, sonst würden die wahrscheinlich darüber fahren. Warte mal. Oh.
Hier habe ich einen Kreisverkehr. Brauche ich den? Für hier wäre er eigentlich ganz cool gewesen. Hätte man den auch hier abzweigen, also hier hin. Das heißt, man kommt von hier und kann den Kreisverkehr wieder hier rüber oder darüber. Jetzt ist allerdings schon zu spät, finde ich. Nee, komm. Mache ich jetzt nicht. Ich wollte mal schauen, ob das was bringt. Diese, ich wollte nicht upgraden. Diese Straßen hier zu verbinden. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. So würde es gehen. Macht das Sinn? Ja, nicht wirklich, ne? Müsste man mal beobachten. Gut, ich werde es beobachten, beziehungsweise wir in den nächsten Folgen. Denn die Zeit ist schon wieder rum. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines. Also, bis dann.